Willkommen bei Malida. Malida, ne, mal unterstrich IDA und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Oh, hi. Oh. Mit meinem Hutmacher Ace auf jeden Fall. Wieder mit am Start und hier im Garten der Freude. Ich weiß gar nicht, ob sein Outfit so in diese Map am besten reinpasst. Komm, hab ich gerade so ein Feeling. Ich weiß aber auch nicht. Ist ja nur mein Feeling. Oh. Ja, ist korrupte Intervention am Start. Wir schauen mal, ne? Was wir so machen können. Oh, Spirit. Okay. Oh, Spirit. Immer wenn man denkt, man kann zum Gen, ne? Oh, wir sind sogar zu dritt hier. Geil. Und Beweise dich ist auch mit am Start. Also irgendjemand von denen hat hier Beweise dich bei. Dann arbeiten wir im Team ja an einem Gen schneller. Und ich glaube, derjenige, der Beweise nicht bei hat, der kriegt ja noch extra Blutpunkte sogar. Okay. Sie hat auf jeden Fall jetzt die Laura erwischt. Das heißt, wir kriegen den jetzt hier auf jeden Fall fertig. Aber, also an den Perks hat sich nichts geändert. Ich habe Frontal dabei. Ja, ja. Obwohl, hattest du mich nicht gerade schon begrüßt? Frontal dabei, schnell und leise und innere Heilung plus Sprengfalle. Ne? So. Und sie hat Beweise dich bei, ne? Jo. Alles klar, dann ziehen wir den jetzt hier auch durch, ne? Oh, shit. Okay, zumindest weiß sie jetzt, dass wir hier an diesem Gen sind. Wenn wir die, ihr Phasengeräusch hören, ne? Dann springe ich einfach in den Schrank. Mit schnell und leise. Ja. Sprengfall ist auch dran. Yo. Jetzt guck nicht in den Schrank. Okay. So. Dann machen wir jetzt wieder an den Gen hier dran. Ah, shit. Warum hat jeder Killer jetzt diesen Kack mit? Was ist er nochmal? Überladen oder was, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Aber in letzter Zeit öfter. Wenn man es weiß, dann ist man darauf vorbereitet, ne? Dann schafft man das besser. Okay, wieder da hinten. Hat die sich überhaupt bewegt? Okay. Aber irgendwie habe ich letztens dran gehört. Oh, was heißt letztens? Gerade eben. Ich habe immer das Wort letztens, ne? Das ist bei mir so inflationär. Gebrauche ich das. Ne? Es kann, wie gesagt, eine Stunde her sein oder so. Wenn ja, sie kommt wieder hier hin, oder? Komm. Ach, schön. Ob sie jetzt guckt hier? Nee, ne? So, komm, jetzt mal. Jawohl. Ich sag ja, wenn man es weiß, kann man sich besser darauf einstellen. Und dann klappt er doch eher. Aber, nee, ich muss demnächst nochmal auf diese Dead by Daylight Wiki-Seite gehen oder so. Ich finde ja, was sie geil gemacht haben, ist ja, dass sie die Änderung von Perks, ne? Also wenn ihr jetzt guckt bei geliehene Zeit oder Hard im Nehmen, dann zeigen die ja jetzt mittlerweile auch die Änderung an. Zu welchem Patch, welche Änderungen, und das kann man sich alles anzeigen lassen oder angucken. Ich finde es ja geil. Ne? Ja. Da kann man irgendwie so richtig in Erinnerung schwelgen. So wie auch. Oh, warum ausgerechnet hier? Oh shit. Reicht das? Oh oh. Welchen Schrank willst du nehmen?
Nein, zu spät. Zu spät. Scheiße. Ah, hier ist eine grüne Hilfe. Okay. Nee, da kann man richtig in Erinnerung schwelgen, so wie geliehene Zeit damals war, ne, wo dann beide das ja hatten, den Schutz. Oder die ganzen Änderungen, die Hart im Nehmen schon durchgemacht hatte. Natürlich auch das niegelnagelneue Teil und so weiter, alles. Ach, das sind so Erinnerungen, wie er damals war. Total unbalanced teilweise. So. Komm, ich gehe erstmal. Also damals war es ja teilweise wirklich total unbalanced, ne? Ich weiß noch, ich hatte eine Runde, wo alle tot waren, ne? Der Killer hatte mich aber auf einer, aber sagen wir in der einen Ecke der Map. Und dort hat er aber auch die anderen aufgehangen. Das heißt, die Haken waren dann noch viel weniger. Das war eine Sache, ne? Hinterher hat mich der Killer dann doch gehen lassen, ne? Weil er hat mich immer... Shit. Ich kann tanken. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo... Oh, die ist jetzt tot. Nee, aber was wollte ich sagen? Der Killer hatte mich immer... hatte mich schon erwischt. Die anderen drei waren tot. Da gab es ja noch kein Endgame. Ne? Und, also da gab es auch nicht diese ablaufende Zeit oben oder sowas ähnliches. Genau, jetzt erstmal die Glyphe. Und ja, der hat mich in eine Ecke down geschlagen. Er konnte mich aber an keinen Haken bringen. Ich bin immer freigekommen. Und weil die anderen Haken, wie gesagt, waren weniger. Und da hatte er auch schon die anderen Survivor aufgehangen. Die waren dann halt dauerhaft zerstört. Und... Oh, nice. Und ja... Er hat mich immer getragen, ich bin immer losgekommen und ich bin immer wieder in die Ecke reingelaufen. Und er konnte mich nicht aufhängen, ne? Er hat mich dann aber auch nicht verbluten lassen. So. Oh, 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 oh. Die Konstellation ist hier geil. Ich könnte Sprengfalle gleich an dem Gen machen. Ein Schrank ist hier und eine Palette. Dreifach Stun. Achso, jetzt hat sie die Fang, okay. Das wäre geil, so ein Dreifach-Stun, ne? Jo. Ich weiß ja nicht, ob sie Barbecue bei hat oder so. Vielleicht sieht sie mich ja. Ich muss retten gehen. Oh nein, warum? Oh, ich will meinen Dreifach-Stun haben. Rennt jetzt noch zum... Achso, sie ist hinter ihr her. Yo. Also wenn du mich um meinen Dreifach-Stun gebracht hast, ne? Nee, lass mal nicht hier machen. Die kommt jetzt. Totem, ne? Okay. Oh nein, warum? Die kontrolliert den Gen, ne? Okay, komm, wir gehen hin. Ich bin jetzt zwar verletzt, ist natürlich ungeil. Oh. Jo, ist natürlich ungeil, aber... Oh, die andere ist ja auch wieder am Jagen, ne? Okay, okay, okay. So, komm, 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 komm.
Ja, die kommt. Die kommt. Hat mich jetzt gesehen. Das wäre doof. Das wäre doof. Ja, die hat mich gesehen. Oh ja, 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 ja. Jawohl. Komm zu meinem Schrank. Komm zu meinem Schrank. Jo. Und komm jetzt zur Palette. Oh ja. Oh, nice. Jetzt kriege ich bestimmt auf die Fresse. Au. Komm, 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 komm. Okay. Oh, die sind zu zweit an dem Gen in der Hütte, ne? Oh ja. Aber geil. Geil, dass der Dreifach dann geklappt hat, ey. Meine Fresse. Hätte ja auch mies laufen können an der Palette. Da hätte sie mich ja zumindest schlagen können. Oder wenn ich das verkackt hätte. Da hat die Achse hinten gefangen, ne? So, ich weiß, hier ist ein Dingen. Komm. Übrigens, falls ich momentan vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen schwerer atme und das vielleicht zu hören ist oder so, ne? Ja. Momentan habe ich was mit den Nebenhöhlen, also die sind echt zu. Da ist das, okay. Ja, sie ist jetzt eh dead on hook, ne? Dann kann ich ja wohl zum Ausgang. Ja, haben wir gut eigentlich hinbekommen, ne? Ja gut, zwei tot, ne? Aber... meinen. Obwohl, ich könnte ja noch einmal hier rein. Vielleicht kommst du noch mal dran vorbei. Oh. Ja, oder so. Oder so. Ja, gut. Wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Erinnerungen habt von DVD von vor 4, 5 Jahren oder so, dann haut's mal raus, was ihr vermisst, was ihr mittlerweile gut findet, welche Änderungen da waren oder sonst. Haut einfach mal, schwelgt in Erinnerungen und haut einfach mal ein paar Kommentare raus. Ich bin gespannt, ne? Also wie gesagt, und ich finde es gut, dass man sich das anzeigen lassen kann, ne? Und mal recherchieren kann, wer Lust hat natürlich, was für Veränderungen hat es gegeben und so weiter bei den einzelnen Perks. Ja, ist schon, manchmal ist es auch schon interessant, ne? Manches versteht man nicht, manches kann man natürlich nachvollziehen. Also ist alles dabei. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und gefallen. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Ich sag mal, ciao.